Dat heiten brauren, wann ihr wollt Strom produzieren. Ein Turbin an einen Generator. Hier am Pumpspeicherkraftwerk zu feiern, gehen die Turbine mit Wasser angetrieben. Bei einem Atomkraftwerk ist das ernst. Du hast es Wasserdampf, den Dampfturbinen undreift. Der Mr. Science erklärt, wie man mit der Kraft von Atomkernen Strom produzieren kann. Die Frau, die ich bestimmt, weil den Atomzentral mit Joseph Singer Dampfmaschine zu dienen hat, das ist ja aber wirklich etwas ganz Ernstes. Aber ja, am Anfang nicht. An einer Atomzentral gibt wie an einer Dampfmaschine Wasser erhitzt, wobei Wasserdampf entsteht, wo man dann einen hohen Druck kriegen und diesen Druck treibt ein Motor an. Ja, just dass wir an der Atomzentral ja aber Strom machen. Ja, am Platz von diesem Motor geht die Energie auf einen Alternator überdrohen, also ein Dynamo. Und so entsteht dann elektrische Energie. So, Joseph, eine Atomzentral, die dämmt ja aber nur nicht schwarz. Ja, das ist ein Hauptunterschied. An einer Atomzentral geht nämlich nichts verbrannt. Das einzige, was hier entsteht, ist der Wasserdampf. An dem sehen wir hier haben. An dem Wasserdampf ist der radioaktiv. Nee, das ist wirklich ist Wasser. An dem Dampf war nie mit Radioaktivität in Kontakt. An einer Atomzentral gibt nämlich das Wasser, das durch die Turbine geht, dann noch mit Kielwasser gekillt und fließt an einem Zonenkreislauf zurück. Das, was wir hier Dampf gesehen haben, das ist der Dampf vom Kielwasser. Okay, das musst du also aber nur von mir nachweisen, wie dann nur an einem Atomkraftwerk Strom produziert wird. Ja, ich gebe hier gerne mit ihr an der Atomzentral rangehen, aber das geht leider nicht. Weil die ungeschaltet ist. Nee, kommt mit, ich kenne eine Schule, da haben sie so einen kleinen Stuhl. Ah, okay, ich hatte schon bald gedacht, die hätten heute einen richtigen Atomzentralstuhl. Nee, Gott sei Dank nicht. Wir an diesem Modell gesehen ihn aber auch, wie er funktioniert. Wie gesagt, hier an diesem Reaktor wird nichts verbrannt, mehr hier gehen Atome gesplickt. Kernspaltung vom Uran liefert jetzt, die dann über verschiedene Wasserkreisläufer und Turbinen weitergelegt wird. So, mein Mr. Science, das mit der Kernspaltung, das muss man aber noch ein bisschen mehr genau erklären. Na ja, den Uran, den finden wir so an der Natur. Aber wie all Material besteht auch den Uran aus lauter ganz kleinen Delischer, den Atomen. Der Kern von einem Uranatom sieht stark vergrößert so aus. Ein Uran besteht immer aus 92 Protonen. Das sind die Rotbullen hier. Die sind positiv geladen und die stoßen sich gegenseitig auf. Wären da nicht Neutronen, die hier gelb sind. Und die halten das ganz zusammen. Ah, Neutronen sind also so etwas wie Beton. Ja, genau. Am Login der Atomkern mit mehr oder minder des Beton. Und wir holen für die Atomspaltung den Urankern mit 235 Partikeln, den hat man Beton und dafür lässt den durchblicken, wobei enorm viel Energie freigeht. Ja, für den Atomreaktor zu starten, geht mit Neutronen auf den Uran geschossen. Den Uran 235 bascht und dabei entstehen zwei neue Atomkernen. Bei dieser Spaltung geht komischerweise ein Teil von der Gesamtmasse verloren. Ja, und das hat Einstein mit seiner berühmten Formel beschrieben. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Nun muss ich euch vorstellen, dass von einer Masse, die so klein ist wie die heute, an Energie umgewandelt wird, dann hat er genug Energie für einen ganzen Staat während einem Jahr mit Strom zu versorgen. Ja, und das gehörst du einfach so weg? Ja, das ist just Theorie. Am Reaktor wird aber das enorme Kernenergie benutzt, für das Wasser zu hützen, was dann Turbinen unreift, für dann Strom zu produzieren. Und die Reaktion am Reaktor? Na ja, die geht von lang weiter. Bei aller Spaltung fliehen nämlich zusätzlich 2 bis 3 neue Neutronen weg, die ihrerseits rum Urankern spalten können. Durch das gehen immer mehr Neutronen freigesetzt und die Reaktion geht immer mehr sicher und es geht immer mehr warm. Es kommt zur Kettenreaktion. So, Joseph, das ist ja aber dann bald wie ein Bomb. Ja, effektiv.
So funktioniert auch ein richtig Atombomb. Mir keine Angst, an einer Atomzentrale, da kann das nicht passieren, weil da haben wir keinen Rängen Uran 235. Viele von den Neutronen, die bei der Reaktion entstehen, die gehen angefangen, ohne dass ein neuer Urankern gesplickt wird. Die Reaktion läuft also viel mehr kontrolliert auf. So, Mr. Science, aber was tut das dann mit der Strahlung auf sich? Wo könnt ihr dann hier? Naja, den Uran und auch die anderen Atomen, die bei so einer Reaktion entstehen, zerfallen, indem sie von allein Partikeln aus ihrem Kern ausstoßen. Und dadurch ist das gefährlich. Zusätzlich entsteht auch noch elektromagnetische Strahlung. Ist die Strahlung dann so wie Luft? Ja, schließt, dass sie nicht gesagt und nicht spielt. Wenn wir so radioaktiv Material anatmen oder essen, da kann die Strahlung bei höherer Dosis als Genen an den Zellen verändern und so ein Krebs auslösen. Joseph, und wie kann ich dann diesem Problem aus dem Weg gehen? Naja, solange gut angepackt ist, ist eigentlich kein Gefahr. Das Einzige, was ich muss aufpassen, dass das kein Accident damit geschehen und dass ihr nicht an dem Welt könnt. Nee, wenn dir dem Problem will ganz aus dem Weg gehen, dann hilft nicht mehr etwas. Und zwar ganz viel Stromspuren, für das wir keine Atomenergie mehr brauchen. Dafür denkt dran, Luchten aus und Talin aus. Mr. Science, aber da ist nur ein Pisa. Okay, der Pisa darf danach gucken.